Ach, was habe ich mich gefreut, als vor ein paar Tagen im Internet wieder einige Meldungen kursierten, die von der Eröffnung des neuen größten Flughafens der Welt berichteten. Liest sich ja auch ganz fantastisch. Aber den meisten von euch sollte die Eröffnung des neuen größten Flughafens der Welt ja mittlerweile doch ein bisschen bekannt vorkommen, denn der wurde in den letzten Wochen und Monaten ja, so wie es aussieht, häufiger eröffnet. Gut, für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, das ist hier gerade auf dem Kanal ein etwas leidiges Thema. Aber gut, sprechen wir heute mal über einen neuen, großen Flughafen und reden dann nochmal ein bisschen über den wirklich größten Flughafen der Welt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn wir hier auf diesem Kanal über sehr große Flughäfen gesprochen haben und auch über große Flughäfen, die bald noch eröffnet werden, dann waren da meist der neue Flughafen in Istanbul ein Thema, der gerade im Bau befindliche Flughafen in Dubai und das Ding da in Peking. Die waren ein Thema. Das waren nicht alle gleichzeitig die größten Flughäfen der Welt. Das nur schon mal am Anfang. Aber der da in Peking, der wurde mittlerweile eröffnet und ist in vielerlei Hinsicht wirklich beeindruckend. Dazu mal ein kleiner Überblick. Dafür einmal kurz zurück auf Anfang. Im Nordosten der Stadt Peking befindet sich schon seit Ewigkeiten der internationale Flughafen Peking. Und dieser Flughafen, der steht tatsächlich auch schon seit fast 10 Jahren immer wieder auf Platz 2 der Liste der größten Flughäfen der Welt. Kleiner Spoiler für alle, die es gar nicht erwarten können, auf Platz 1 der Liste steht ein Flughafen, der sich in den USA befindet. Und das auch schon seit Ewigkeiten. Naja, im Jahr 2018 wurden am Flughafen in Peking über 100 Millionen Fluggäste abgefertigt. Damit ist der Flughafen in Peking und der Flughafen, der sich auf Platz 1 der Liste befindet, das sind die einzigen beiden Flughäfen auf der ganzen Welt, die in einem Jahr mehr als 100 Millionen Gäste abgefertigt haben. Ein kleiner Haken an der ganzen Sache ist, dem Flughafen Peking hat man mit so ein bisschen Schummeln über die ganzen letzten Jahre schon eine maximale Kapazität von nur in Anführungszeichen etwa 80 Millionen Fluggästen pro Jahr nachgesagt. Also dafür ist dieser Flughafen eigentlich ausgelegt. Das heißt mit anderen Worten, er platzt seit Jahren aus allen Nähten. Massig investiert hat man in diesen Flughafen vor etwas mehr als 11 Jahren, als im Jahr 2008 die Olympischen Spiele in Peking stattfanden. Kurz davor hat man mit dem Bau des neuen Terminal 3 an diesem Flughafen begonnen, welches dann in dem Jahr eröffnet wurde. Und man hat den Flughafen mit einer neuen Start- und Landebahn ausgestattet, sodass man dann 3 Start- und Landebahnen dort zur Verfügung hatte. Und mit Hilfe dieser Baumaßnahmen konnte man damals die Kapazität des Flughafens nahezu verdoppeln. Das neue Terminal 3, was man da gebaut hatte, das war damals tatsächlich das größte Gebäude der Welt. Nicht das größte Flughafengebäude, sondern wirklich das größte Gebäude, was es überhaupt irgendwo zu finden gab. Und heute ist es das nicht mehr, aber heute ist das Flughafengebäude des Terminal 3 mit über 3,2 Kilometern Länge noch immer das längste Gebäude der Welt. Mittlerweile ist die damals erhöhte maximale Kapazität des Flughafens aber schon seit Jahren wieder überschritten. Zumindest theoretisch auf dem Papier ist das so, aber wie wir eben schon geklärt haben, funktioniert das ja auch mit mehr Fluggästen. Also man kann sagen, dass der Flughafen dauerhaft an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. Und da das absehbar war, machte man im Jahr 2011 Pläne für einen neuen großen internationalen Flughafen in Peking öffentlich. Und 2011, das war tatsächlich das Jahr, in dem der Berliner Flughafen ursprünglich mal an den Start gehen sollte. Das ist gleich noch interessant. Gut 45 Kilometer südlich des Stadtkerns von Peking begann man dann im Dezember 2014 mit dem Bau des neuen internationalen Flughafens. Und Dezember 2014, das ist dann wiederum etwas mehr als 3 Jahre, nachdem der Berliner Flughafen ursprünglich mal hätte an den Start gehen sollen. Da hat man mit dem Bau angefangen und man baute erst einmal 4 Start- und Landebahnen mit einer Länge von 3800 bzw. eine Bahn hat nur 3400 Meter. Und dazu baute man noch das imposante Flughafengebäude, das Terminal des neuen Flughafens, welches im Vergleich zu dem Klotz, den man da in Berlin hingesetzt hat, ja wirklich mal sehr beeindruckend aussieht. Und was mithilfe seiner Form ganz einfach dafür sorgen soll, dass Leute, die dort am Flughafen, im größten Flughafengebäude der Welt zu Gast sind, vom Zentrum des Gebäudes zu den am äußeren Ende liegenden Gates maximal 8 Minuten zu Fuß brauchen. In dieser Ausführung soll der Flughafen erst einmal eine Kapazität von maximal 45 Millionen Passagieren pro Jahr bewältigen können. Und das machen dann etwas mehr als 60 Fluggesellschaften möglich, die an diesem Flughafen entweder jetzt gerade schon angefangen haben zu fliegen oder dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das erste Mal von dort aus starten werden. Und was vielleicht ganz interessant ist, unter diesen Fluggesellschaften am neuen internationalen Flughafen von Peking, darunter befindet sich keine Lufthansa, aber auch tatsächlich keine Air China.
Der neue Flughafen ist nämlich vor allem erst einmal als Ergänzung zum aktuell ja schon bestehenden internationalen Flughafen in Peking im Nordosten der Stadt gedacht, nicht als Ablöse. Das gibt dann die Möglichkeit, eine interessante Strategie zu verfolgen. Und zwar wird der neue Flughafen jetzt erst einmal als Stationierungsort oder als Platz für die Fluggesellschaften der SkyTeam-Allianz genutzt, während der in Anführungszeichen alte Flughafen als Stationierungsort für die Fluggesellschaften der Star Alliance genutzt wird. Was wiederum dann dafür sorgt, dass eine Lufthansa, die als Gründungsmitglied der Star Alliance ja zu dieser Luftfahrtallianz gehört, auch erstmal dort zu Hause bleiben wird. Geplant ist jetzt also erst einmal eine deutliche Entlastung des nördlich der Stadt liegenden Flughafens und dann der Stück für Stück immer weiter stattfindende Aufbau des neuen Flughafens im Süden der Stadt. Und das soll dann in den nächsten Jahren so weit gehen, dass man ab 2025 etwa 75 Millionen Gäste am Flughafen südlich von Peking abfertigen kann. Und dann in den nächsten Jahren, je nachdem wie man es braucht, Stück für Stück erweitert man das dann auf deutlich über 100 Millionen Fluggäste pro Jahr. Laut aktuellen Planungen dann mit bis zu 7 Start- und Landebahnen, wobei man 6 für die zivile Nutzung hätte und eine fürs Militär. Soweit sind wir aber noch gar nicht und danach sieht der Flughafen auch noch gar nicht aus. Er bietet natürlich noch nicht annähernd diese Kapazität und Größe. Allerdings merkt man, glaube ich, wo die Reise dorthin gehen könnte. Am neuen Flughafen werdet ihr jetzt also hauptsächlich aufgrund dieser SkyTeam-Allianz-Ausrichtung erst einmal chinesische Fluggesellschaften finden. China Eastern und China Southern sollen erst einmal knapp 4/5 der dort angebotenen Slots übernehmen. Und dazu kommt dann auch noch China United Airlines, eine Billigfluggesellschaft aus dem Land, welche zuvor am kleineren Flughafen in Peking beheimatet war. Dieser Flughafen hat jetzt allerdings mit der Eröffnung des neuen Flughafens im Süden der Stadt dicht gemacht. Ab November habt ihr dann aber auch die Möglichkeit, hier aus der Nähe heraus über Helsinki beispielsweise mit Finnair den neuen Airport anzufliegen. Und erst dann sind gut 5 Jahre nach Baubeginn vergangen an diesem Flughafen. Und das ist vielleicht ein bisschen demütigend, auf der anderen Seite aber auch ganz einfach sehr beeindruckend. Im Vergleich dazu, dass wir einen kleineren Flughafen schon seit geraumer Zeit bauen und die so ein Ding in unter 5 Jahren mit knapp über 40.000 Mitarbeitern hochgezogen haben, das ist in vielerlei Hinsicht ziemlich beeindruckend. Aber gut, jetzt zur wichtigsten Frage, und zwar, ist dieser Flughafen denn jetzt der neue größte Flughafen der Welt? Auf keinen Fall, und er ist es nicht mal annähernd. Es ist wie gesagt natürlich absolut beeindruckend, in welch kurzer Zeit hier mit so vielen Mitarbeitern ein so großer Flughafen hingestellt wurde, aber nur weil man da mal über Kapazitäten von deutlich über 100 Millionen Passagieren nachgedacht hat und dort eventuell eine Basis hinstellt, die das dann irgendwann mal liefern könnte, das macht diesen Flughafen ganz sicher nicht zum größten der Welt. Genauso wenig wie den Flughafen in Istanbul oder den neuen Flughafen in Dubai. Tatsächlich wird die jetzt hier von den Chinesen verfolgte Strategie sogar eher nochmal dafür sorgen, dass man in der Liste der größten Flughäfen der Welt jetzt höchstwahrscheinlich über die nächsten Jahre erst einmal ein bisschen zurückbleiben wird. Das ist durchaus vergleichbar mit der Situation im Großraum London, denn wenn man sich das dort mal anschaut, dann wird man mehrere große, nicht zu unterschätzende Flughäfen finden, die alle etwas anders gestrickt und alle etwas anders platziert sind und somit auch unterschiedliche Zielgruppen irgendwo ansprechen, sei es jetzt bei den Passagieren oder auch bei den Fluggesellschaften, die diese Flughäfen dann anfliegen. Aber insgesamt kommt man dort im Großraum London auf eine Passagierzahl von deutlich über 160 Millionen Menschen pro Jahr. Was extrem beeindruckend ist, aber diese Zahl verteilt sich eben auf 5 unterschiedlich große Flughäfen. In Peking werden es nun 2 große internationale Flughäfen, wobei der neue den alten erstmal so ein bisschen entlasten und unterstützen soll, anstatt ihn abzulösen. Das wird dafür sorgen, dass die beiden Flughäfen in Peking sicherlich in der Liste der größten Flughäfen der Welt vertreten sein werden und zu finden sein werden. Aber wirklich alleine ein einziger Flughafen, der sich hier Stück für Stück immer weiter nach oben in dieser Liste bringt, das wird es dort erst einmal nicht geben. Lediglich das Terminal am neuen Flughafen in Peking, das ist wirklich etwas Besonderes, denn das sieht nicht nur fantastisch aus und wird wahrscheinlich auch aufgrund seiner Form wirklich dafür sorgen, dass man wirklich effizient an diesem Flughafen von einem Ort zum nächsten kommt, sondern es ist tatsächlich auch mit einer Fläche von über 700.000 Quadratmetern das größte Flughafengebäude, das größte Terminal der Welt. Allerdings macht ein Terminal einen Flughafen nicht zum größten der Welt und das haben einige Artikel im Internet auch ganz gut verstanden und dementsprechend auch dann erklärt, andere aber wiederum nicht und haben einfach nur größter Flughafen der Welt mal wieder in die Überschrift geschrieben. Naja, und der Flughafen in Istanbul, der andere größte Flughafen der Welt, der wurde im April 2019 eröffnet. Dazu gibt es weder jährliche Passagierzahlen noch die Möglichkeit, jetzt schon überhaupt der größte der Welt zu sein.
Das kann ja sicherlich alles noch werden, aber die Größe von Flughäfen für diese Liste der größten Flughäfen der Welt wird eben an der Anzahl der abgefertigten Passagiere gemessen. Und dort ist weder der neue Flughafen in Istanbul vertreten, noch der neue Flughafen in Peking. Und auf dem ersten Platz der Liste, ganz obendrauf, als wirklich größter Flughafen der Welt, steht schon seit einigen Jahren und auch jetzt in der aktuellen Liste mal wieder der Hartsfield-Jackson Airport in Atlanta mit über 107 Millionen abgefertigten Gästen im Jahr 2018. Das ist tatsächlich aktuell der größte Flughafen der Welt. Jetzt dachte ich mir, gerade weil viele von euch aber auch Fragen dazu gestellt haben, weil das ja echt ein großes Thema wurde, weil gefühlt überall auf der Welt jetzt in den letzten Monaten neue größte Flughäfen der Welt entstanden sind, da habt ihr ein paar Fragen gestellt und da dachte ich mir, da gebe ich noch mal ein paar Infos zu, die vielleicht diese Zahlen auch einfach mal so ein kleines bisschen entkräften können. Die am häufigsten gestellte Frage zu dieser Thematik war, wie kommen diese Zahlen, mit denen wir uns hier jetzt die ganze Zeit beschäftigen und über die wir uns ja teilweise auch so aufregen, wie kommen die denn überhaupt zustande? Und wie wird denn wirklich die Anzahl der abgefertigten Passagiere an einem Flughafen gemessen? Und die meisten von euch hatten tatsächlich recht, es kommt erst einmal auf die im Land beheimatete Luftfahrtbehörde an, wie die eben diese Passagierzahlen misst. Und dann wird prinzipiell tatsächlich erst einmal in den meisten Ländern wirklich der Fluggast gezählt, der mit einem Flugzeug an diesem Flughafen landet und der Fluggast gezählt, der mit einem Flugzeug von diesem Flughafen auch wieder abfliegt. Und das können prinzipiell natürlich die gleichen Leute sein. Das bedeutet, an einem Flughafen, an welchem ein Passagier hauptsächlich umsteigt, also mit einem Flugzeug einer Fluggesellschaft landet, mit einem Flugzeug einer anderen Fluggesellschaft weiterfliegt oder auch mit dem gleichen Flugzeug weiterfliegt, mit einer unterschiedlichen Flugnummer, diese Passagiere werden tatsächlich doppelt gezählt. Das kann man, wenn man denn unbedingt möchte, als Vorteil auslegen für Flughäfen, die hauptsächlich als Umsteigeflughafen gebaut sind oder gedacht sind oder auch als solcher dann genutzt werden. Und das können eben Flughäfen sein, wie beispielsweise der neue in Dubai oder auch der aktuelle in Dubai oder eben der neue Flughafen in Istanbul. Das sind Flughäfen, die hauptsächlich Umsteigepassagiere haben und dementsprechend die Leute zählen, wenn sie ankommen und auch wenn sie wieder abfliegen. So war das aber gar nicht gedacht, beziehungsweise darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern man könnte damit vielleicht vielmehr mal die Sinnhaftigkeit des Hinterherjagens nach diesen jährlichen Passagierzahlen ein bisschen in Frage stellen. Wirkliche Transitgäste, die je nach Definition für einen begrenzten Zeitraum am Flughafen sind und mit einem gleichen Flugzeug, mit der gleichen Flugnummer dann nach einem Stopp an diesem Flughafen weiterfliegen, die werden tatsächlich nur ein einziges Mal gezählt. Das ist meist aber auch nur ein sehr geringer Teil der jährlich gezählten Fluggäste. Dazu kommt dann auch noch, aber ich glaube, das ist einigermaßen selbsterklärend, dass natürlich keine einzelnen individuellen Personen nur ein einziges Mal pro Jahr gezählt werden dürfen. Also wenn die beiden Jungs von Global Traveler TV pro Jahr 12 Mal beide zusammen über den Flughafen London irgendwo hinfliegen, dann werden sie tatsächlich am Ende des Jahres als 48 Fluggäste in der Statistik auftauchen. Und als zweites Beispiel, auch wenn das selbstverständlich jetzt so nicht Realität ist, es ist eben theoretisch möglich, dass laut Statistik 12 Milliarden Menschen pro Jahr ein Flugzeug genutzt haben, obwohl es natürlich nicht annähernd so viele Menschen auf der Erde gibt. Gut, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, nochmal ein paar interessante Infos zu diesem Thema geklärt. Ich hoffe, dass für euch auch was Interessantes dabei war und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Heute geht aber noch ganz schnell ein großes Dankeschön raus und zwar an Hendrik und an Martin. Vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr mich jetzt großzügig über meine Patreon-Seite unterstützt. Ihr wisst, das hilft mir und dem Kanal sehr, ermöglicht mir eben solche Dinge wie jetzt beispielsweise eine neue Kamera. Also vielen lieben Dank an euch beide und dann hoffentlich bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.